Hallo und willkommen zurück mal wieder zu einem neuen Video. Und heute starten wir mal ein neues Let's Play. Und zwar von einem Spiel, das wahrscheinlich jetzt schon jeder gesehen hat. Aber ich habe so lange darauf gewartet, es selber spielen zu können. Und jetzt ist es endlich soweit. Und zwar Resident Evil Village. Ja, ich habe, glaube ich, hoffentlich soweit alles eingestellt und würde sagen, wir können direkt starten. Difficulty würde ich einfach Standard sagen. Und let's go rein da. Es ging einmal ein Mädchen mit seiner Mutter hinaus, um Beeren für seinen Vater zu sammeln, der schwer arbeitete. Doch der Wald war erfüllt von dunkler, kalter Stille, die Beerenbüsche leer. Fest entschlossen, Beeren zu finden, riss sich das Kind von der Mutter los und verschwand zwischen den Bäumen. Die besorgten Rufe der Mutter verhallten schnell, als es über Stock und Stein immer tiefer in den Wald rannte. Etwas schien das Mädchen zu beobachten. Es erinnerte sich an die Gruselgeschichten seiner Mutter und Schauder liefen ihm über den Rücken. Da erschien der Fledermauskönig. Er grüßte sie herzlich und biss sich in den Flügel. »Komm, Kind, stille deinen Durst«, sagte er. Und so trank sie das dunkle, klebrige Blut und lächelte zufrieden. Ihr Weg führte sie durch einen Friedhof, als ein Sturm aufzog und die Luft zu Eis erstarren ließ. Das Kind fror in seinen dünnen Kleidern. Da erschien ein finsterer Weber, der ihr im Handumdrehen aus Nebel ein wunderschönes Kleid strickte. »Komm, Kind, wärme dich«, drängte er. So zog sie das Kleid über und lächelte zufrieden. In der Hoffnung, ein Boot würde sie nach Hause tragen, überquerte sie eine tiefe, unheilvolle See. Doch ihr schrecklicher Hunger beraubte sie all ihrer Kraft. Da erschien der Fischkönig und bot ihr eine seiner Schuppen an. »Komm, Kind, iss nur!« Und so aß sie und lächelte ein weiteres Mal. Sie ging weiter und erreichte bald das finstere Herz des Waldes. Da erschien ein eisernes Ross mit einem prächtigen, goldenen Zahnrad. Die Kreatur schwieg still, als das Kind sich näherte und sich nahm, was es für ein weiteres Geschenk hielt. Das Pferd wurde wütend und rief die anderen Monster herbei. Das Mädchen erstarrte vor Angst, als sich ein Sturm über den Kreaturen erhob. Plötzlich erschien eine Hexe, finster und stolz. »Wir waren gütig, doch du wurdest gierig«, fauchte sie. »Nun gib, was uns zusteht.« Und so sperrte sie das Kind in einen Spiegel. Da. Sie schläft. Muss es so was Gruseliges sein? Sie ist erst 6 Monate alt. Die Frau im Laden meinte, es sei traditionell. Ein Volksmärchen. Und Rose scheint es nichts auszumachen. Weil sie es nicht versteht, zum Glück. Wir sind hergezogen, damit sie ohne all das aufwächst, weißt du noch? Ja, ich kann mich erinnern. Du bist einfach paranoid. Vergiss es. Tut mir leid. Aber ich bin nicht paranoid. Nur vorsichtig. Gut. Dann bring deine Tochter vorsichtig ins Bett. Ich mache uns Essen. Ja, eine gruselige Gute-Nacht-Geschichte. Alles gut, Rose. Deine Mama will sich nicht erinnern. Ich verstehe es ja. Eine gruselige Gute-Nacht. Hast du was gesagt? Nichts. Ich bringe sie ins Bett. Mein Gott, lass mich doch mal reden. Eine gruselige Gute-Nacht-Geschichte und so weiter und so fort. Klingt aber ganz interessant. Ja. Und jetzt sollen wir unsere Tochter ins Bett bringen, aber ich check mal nur ganz kurz was, Leute. Okay, alles super, alles gut. Ich habe gerade mal nur gecheckt, ob denn die Aufnahme auch flüssig läuft. Denn das sollte es ja hoffentlich jetzt mit den neuen Teilen. Könntest du dir Sachen angucken, hoffentlich? Ah, hier. Ah ja, so ein bisschen nämlich Icon lernen. Vor 3 Jahren hätte ich mir das nicht mal im Traum vorstellen können.
Tja. Ich hoffe, ich muss nicht die Teile davor gespielt haben. Ich habe mir so eine kleine Story vorhin angeguckt. Unser Musikgeschmack hat sich eindeutig gebessert. Meiner ja, aber deiner? Genau. Wie gesagt, ich habe mir so eine kleine Vorgeschichte angeguckt. Ja. Mal gucken. Okay. So, bringen wir dich mal ins Bett, Rose, ne? Ja, ist ja gut. Ich hab's ja gesagt. Dieses Buch ist noch nichts für dich. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich ein paar Folgen aufnehmen. So 3 Stück, denke ich mal. Je nachdem, wie mir das Spiel gefällt. Ne? Ja, es wird mir gut gefallen, das weiß ich jetzt schon. Ich habe mir ein paar Videos auch schon angeguckt. Aber, ja. Ich guck mal, wie es euch auch so gefällt. Das ist nicht das Schlafzimmer, wo sie hin soll. Ups. Kommando zurück. Ja, man hört vielleicht noch, dass ich ein bisschen angeschlagen bin, deswegen bitte nicht wundern. Das wird jetzt hoffentlich besser. Und nein, das ist auch nicht das Schlafzimmer. Mein Gott, wo ist das? Ach, dann ist das hier drüben. Was da, meine Kleine? So. Ja, das sieht doch schon besser aus. So, packen wir dich mal ins Bettchen. Da wären wir, Süße. Keine Sorge. Ich bin ganz in der Nähe. Papa lässt nicht zu, dass die bösen Monster dir was tun. Ganz ohne Decke und alles? Junge. So, du machst Essen, hast du gesagt. Was gibt's denn Leckeres? Schläft sie? Ja, sie schläft wie ein Baby. Ah. Riecht gut. Was gibt's denn? Hey, Finger weg. Das ist Chorba de Legume, ein regionales Gericht. Wow, du lebst dich richtig gut ein, hä? Hm? Und regionaler Wein. Aber bei deiner Laune solltest du vielleicht besser drauf verzichten. Du musst wirklich aufhören, dich zu sorgen. Naja, das in Louisiana, die Schwangerschaft, der Umzug dann Chris, die Militärausbildung, es ging alles viel zu schnell. Na, immerhin sind wir alle hier. Du... Ich, Rose, jetzt wird schon alles wieder... Ernsthaft? Du denkst, wir können Louisiana einfach vergessen? Das ist schon so lange her. Ich verstehe einfach nicht, wieso du so... Oh. Autsch. Mia, runter! Wer ist da aus... Mann, der schöne Wein. Mir, oh Gott. Chris, was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Was? Warum? Okay. Der ist ein bisschen neidisch anscheinend. Los, Bewegung! Ist ja gut, Junge. Sauber. Rose, was macht ihr mit meiner Tochter? Objekt gesichert, Sir. Bringt ihn weg. Nimm die Finger weg von ihr! Ethan, lass los. Schaff den hier raus. Also noch dramatischer ging es nicht, oder Chris? Ey, mein Gott. Wo bin ich jetzt? Hallo? Hallo, Mr. Winters. Rose Testergebnisse sind da und ich würde sie gern mit Ihnen besprechen. Passt es am Donnerstag um 4? Das passt. Bis dann. Die Ärztin hat die Ergebnisse. Hey,
Positiv. Hm? Hatten wir doch besprochen. Ich weiß. Wir sprechen kaum über was anderes. Zum 100. Mal. Es ist nicht Rose, um die ich mich sorge. Worum sorgst du dich denn dann? Mir. Mit ihr ist alles in Ordnung. Das weiß ich einfach. Darum geht's doch. Nein, um uns geht es. Um dich geht es. Du willst einfach... Mia, was redest du denn da? Verheimlichst du mir irgendwas? Komm schon, red mit mir. Mist. Da muss ich rangehen. Ja, der arme Tür ab. Oh, wir sind irgendwo gecrashed. Mein Gott, tun unsere Führer nicht mal richtig fahren können, ey. Chris Redfield und Rose. Sie ist da. Das ist ein sicherer Kanal. Oh, fuck. Akku leer. Na super. Scheiße, was ist passiert? Woher hat er bitte eine Taschenlampe? Aber wo sind wir? Wo ist die Straße? Da oben? Also wir sind anscheinend einen Abhang runtergeflogen. Okay, kann ich mich irgendwie hinkriegen oder so? Ne? Wir sind anscheinend hier lang gegangen. Hier sind Fußschritte. Oh, hat schon geile Grafik. Alter. Da lasse ich zumindest Fußabdrücke. Nee, das wäre jetzt doch richtig geil. Ah, mit C? Wieso denn mit C? Au, au, au. Junge. Ein Haus. Hallo? Irgendjemand hier? Ist das eine Strecke? Hm. Das Wasser sieht auch nicht mehr so ganz gesund aus. Hallo? Oh, Kacke. Jetzt haben wir das gleich gegen einen fetten Jumpscare oder so. Hallo? Über Knoblauch? Warum hängt die über Knoblauch? Keine Ahnung, was soll das sein? Eine Kirche? Ach so! Ah! Irgendeine Person. Ey! Ist da jemand drin? Eine Ratte. Ja, super, der steht da hinter mir. Ne? Oh! Das hat sich jetzt nicht so gesund angehört. Alles okay da drüben. Oh, schön durch das Blut. Oh, super, ja, geil. Lecker, ne? Hey, Moment mal, warum ist das jetzt plötzlich Tag? Hä? Ist das passiert? Ja. Es war doch gerade noch mitten in der Nacht. Wieso sind das jetzt schon Tag? Hä?
Game-Mechaniken. Ah ja, there we go. Ich erinnere mich ein wenig. Wir haben einmal da hinten eine Fabrik. Da Windmühle. Da ein Schloss. Und das andere sehe ich nicht. Oder? Doch, da oben, das Haus. Cool. Das heißt, die vier Bereiche, die wir spielen werden. Ja, für die Leute, die das Spiel nicht gespielt haben, dann versuche ich halt ein bisschen nicht zu spoilern, sondern darauf halt zu reagieren, was wir sehen. Ne? Wir wollen ja nicht das Let's Play unnötig. Unnötig spoilern. Kann ich irgendwas machen? Nö. Sind sie einfach weggelaufen? I don't know. Ein Messer. Lecker. Sieht aber stumpf aus. Sehr stumpf. Ach warte, damit können wir das Ding hier kaputt machen. Medizin. Jawohl, und da ist unser Inventar. Okay. Aber auch noch gar nicht. Okay. Ein paar Objekte können kaputt gemacht werden. Nicht schießen! Nicht. Wer sind Sie? Wer schickt Sie? Niemand. Wir hatten einen Unfall mit dem Auto und... Psst. Was ist los? Oh nein! Sie kommen! Wer kommt? Was war das? Ihre Waffe! Was? Sie haben doch sicher eine Waffe. Nein, wozu denn? Für etwas, was da... Nehmen Sie die hier. Nehmen Sie. Nehmen Sie. Okay. Ja, danke. Was ist denn da draußen? Hey, haben Sie gehört? Hey! Oh. Hoch ins... Oh shit! Ich sehe nix. Oh. Eine Leiche? Nicht nur eine. Mist! Noch mehr! Ja, ihr könnt schon sehen, ich habe ein paar Add-ons noch mit installiert. Das heißt, ich habe unendlich Ammo und alles. Das spart uns auf jeden Fall einen Haufen Arbeit. Aber denen hat es leider anscheinend nicht geholfen. Was für ein abgefucktes Dorf ist das? Ja, das... Oh. Das fragt sich jeder, glaube ich. Oh, da sitzt was. Scheiße, was war das? Verlieren wir ein Stück unserer Hand? Ja. Oh, nimm die Waffe, nimm noch die Waffe, nimm noch die Waffe. Ah, noch. Nimm die fucking Waffe, nimm die fucking Waffe. Achso, ich muss laufen und ziehen gleichzeitig.
Wieso braucht das Ziehen so lange? Was ist das für eine Kette? Gotcha. Oh, zum Alter. Teufel. Ich hab nichts. Holy Macaroni, Alter. Wunderbar. Geht noch langsam auf. Also es gibt natürlich eine Taste. Ach, da kann ich auch blocken. Okay. Ich kann mit meiner seitlichen Maustaste auch blocken. Das ist sehr gut zu wissen. Ey. Nee. Das Gute ist, ich brauche niemals Ammo aufsammeln. Glaube ich. Ich behalte einfach für immer die. Weil dann tue ich mir mein Inventory Space auch nicht. Dingsen. Oder? Ah, es deckt sich. Ja, okay, dann. Ich kann Türen mit Shell. Will ich das denn überhaupt schon? Ich glaube, hier oben ist noch was. Super. Nichts morsch oder so. Bro. Bist du drin? Junge, ich muss reloaden. Genau eine Minute. Wie viel schluckst du denn an Ammo? Stirb doch. Das ist ja nicht mehr normal. Ist das vorbei? Ich glaube nicht. Es ist ruhig. Hallo. Wenn noch irgendjemand überlebt hat, komm zu mir. Zu Luisas Haus. Oben beim Acker. Überlebt? Frage, wo? In der Nähe von Feldern? Ach, da sitzen sie ja. Muss ich da an euch vorbei? Ich denke, ne? Wieso sitzt sie hier so? Oh, Kacke. Hi. Ciao. Verdammt. Scheiße. Oh Mann. Wow. Bleib oben, Junge, bleib oben. Oh. Ah ja, okay. Weg von mir. Wie komme ich hier nur wieder weg? Mir fehlt Herb und das habe ich nicht.
Au. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Ja, das war's. Geh mal weg, du hast den Mund geholt. Santa? Aber das Stacheln an deinem Hammer. Siehst grauenvoll aus, weißt du das? Was geht denn hier ab, Alter? Au, au, nein, lass es. Man zieht die Dinger eigentlich normalerweise nicht raus. Au, ey. Oh. Schau. Das wühlte ja echt noch ziemlich rätselhaft. Ja. Da würde ich sagen, beende ich die erste Folge und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.